Hallöchen, nur mal ein kurzes Zwischenvideo. Ich habe ja gesagt, ich möchte ein Projekt machen. Dazu habe ich mir jetzt noch den Drucker hochgeholt, den Epson SQ1170. Auch so ein großes Ding, auch A2 oder sowas. Im Moment sieht das Ding so aus. Ist aber jetzt nur kurz draufgelegt. Das Ding sieht im Ganzen so aus, offen. Man sieht auch, da ist ein Blatt Papier drin. Da ist ganz viel Zeugs. Hier ist das Tintenreservoir-Zeugs. Da ist die Tintenpatrone. Da ist noch Elektronik. Das hängt jetzt hier alles. Der stand jetzt hier, ich weiß nicht wie lange, im Keller. Jetzt will ich mal was versuchen, wenn ich den nochmal wieder einschalte. Dazu muss ich euch mal kurz auf die Seite legen. Jetzt fängt er an zu. Ja, sorry. Ich krieg das gleich hin. Moment. So, man hört, er macht jetzt hier erstmal Reinigung. Und wieder piep, piep, piep. Warum? Wenn man mal was schnell zeigen will. Ich mache es mal anders. So, ich hoffe, man kann jetzt ein bisschen was erkennen. Was hat er denn jetzt? Einmal aus, Taste drücken, wieder an. Sollte er den Selbsttest machen? Irgendwie liegt das hier an dem Klappensensor. Weil hat ja eigentlich noch eine Klappe. Muss einmal kurz. Hier ist dieses berühmte Kunststoffband, was ich in dem einen Video angesprochen habe, mit den ganzen Strichen drauf. Und hier ist die Lichtschranke dazu. Der stand jetzt genauso lange im Keller wie der andere, aber der hier. Funktioniert noch. Nur warum nagelt er denn jetzt so rum? So, habe ich ihn jetzt ausgetrickst. Er bräuchte Klebeband. So, jetzt können wir es sehen. Das ist von der Kamera das Kabel. Ist egal. Aber so, der funktioniert noch, den reiße ich jetzt nicht auseinander. Den werde ich versuchen wieder sauber zu machen und wieder hübsch in Dings zu kriegen, weil die Patronen hier, auch wenn sie jetzt hier dreckig ist, da ist so ein Metallbeutel drin, den kann man gut nachfüllen, da ist auch noch sehr viel Tinte drin. Also, das versuche ich dann. Gut, danke fürs Zugucken. Ich habe aber noch so einen Drucker, der ist aber definitiv kaputt. Dann nehme ich den auseinander.